Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei XCOM 2. Wir machen eine Einrichtung platt. Zum lokalen Widerstand hergestellt haben, liegen uns jetzt die Details vor, die wir zum Angriff auf die Alien-Einrichtung benötigen. Das ist unsere Chance, ihre Fortschritte beim Avatar-Projekt zu verlangsamen. So, ich habe eine Nachricht bekommen, ich soll doch die Waffenfarben anpassen. Wird gemacht, Justikon. Erstmal gucken, mal, können wir noch eine Waffenverbesserung hier reinhauen. Laservisier, mehr Crit-Chance, Sofort-Kill-Chance. Ja. Persönliche Kampfsimulation, was ist das denn? Kann ich gerade nicht machen. Okay. Individualisieren. Waffenfarbe. Was geben wir denn unserem Heiler? So ein pinkes Gewehr. So ein dunkles. Entschuldigung. Na, damit er als Heiler erkennbar ist, vielleicht ein weißes. Ne? So, also ein bisschen grau-weiß. Ist okay. So, der Beru. Der hat mich angeschrieben, er möchte bitte einen anderen Spitznamen haben. Aber bitte. Er möchte Machete heißen. Beru Machete. Machete. Und Waffenfarbe. Mal Komplementärfarbe. Grün oder was? Gelb. Hier so ein Giftgrün. Waffenverbesserung können wir bei ihm jetzt auch. Er hat ein Zielfernrohr für Zielsicherheit. Und wir geben ihm eine Chance zum Sofortkill. Ich dachte eigentlich besser aber bei Snipern, ne? Ich glaube, das wollen wir besser auf ein Snipergewehr draufpacken. Okay. Die beiden nehme ich auch auf jeden Fall mit hier. Engai, nee, nicht hier. Ich will Meister Umbra mitnehmen. Der hat hier jetzt seine Gauss-Waffe. Und auch die bearbeiten wir. Waffenverbesserung. Sofort-Kill-Chance. Immerhin 5% Sofort-Kill-Chance. Auch wenn er wahrscheinlich wenig damit schießt. So, dann... die Waffenfarbe. Pony Pink. Nice. So, Lesrak. Du kommst auf jeden Fall auch mit. In unserem fähigsten Krieger hier. Hier, passend zum Anzug. In grün. Vielleicht noch... Kann man dann nicht auch noch das Design irgendwo ändern? Nervös ist er, der Lesrak. Ja, wie bei Accessoires, glaube ich. Ne? Waffenmuster. Hier, Tarnfleck. Zack. Okay. Dann müssen wir beim Umbreon auch noch einstellen. Der kriegt Smileys. Hier. Da war's. Waffenmuster. Kann man das überhaupt sehen auf der Waffe? Nicht wirklich, ne? Hm. Auch hier Zebra kann man nicht sehen. Anscheinend gehen nur die hier oben. Hier digital, das passt ganz gut zum Umbreon. So, dann haben wir noch den Engai und Backfisch. Backfisch passt die Waffe eigentlich ganz gut gerade schon, finde ich. Will ich den Engai dabei haben?
Ich glaube, das wird, glaube ich, eine schwere Mission. Ich fühle mich, glaube ich, sicherer, wenn ich zwei Specialists mit habe. Also nehme ich Hexen mit. Und bearbeite auch hier mal die Waffe. Individualisieren. Waffenfarbe. Was könnte denn bei Hexen passen? Auch so Giftgrün, ne? Ja. Und Waffenmuster. So ein Fleckenmuster. Tiger. Herzchen! Herzchen, aber das passt nicht zu. Nee, nein. Punkte. Wild. Ich glaube, ohne war es am besten. Ohne. So. Vielleicht bearbeiten wir hier nochmal das Waffenmuster vom Max-Monster. Waffenfarbe war es nicht, Accessoires war es. Waffenmuster. So, also ein bisschen Tarn. Hier klassisch. Der Max ist ja auch eher so der Klassiker unter unseren Soldaten. So, wir haben Heilung mit. Wir haben Granaten mit. Wir haben Shredder mit, wir haben einen Sniper mit, den ich snipern kann. Operation ist sehr schwer. Wir könnten noch eine Flashbang mitnehmen. Wir haben... Ich gebe dem Umbrian mal eine Flashbang. Wir haben jetzt... Oh, wir haben auch Säuregranaten. Und die Nanoschuppenweste. Oh, ja. Wem geben wir die Nanoschuppenweste? Ich glaube, derjenige, der weiter vorne ist, ist immer der Bero. Ach scheiße, nimmt die einen Granatenplatz ein? Ach du Heimatland. Nee. Hätte ich das gewusst, ey. Weil der kriegt eine Säuregranate. Obwohl die Säuregranate wohl besser aufgehoben wäre bei einem, der Granat drauf wirft. Hier, beim Lesrak. Splittergranate. Säuregranate. So, dann... Das finde ich jetzt scheiße mit der Weste, dass sie einen Granatenslot wegnimmt. Das ist ja kacke. So, wir haben einmal Geschosse zum Vergeben. Wem gebe ich die Geschosse? Die nehmen auch einen Ausrüstungsslot weg, wa? Drachengeschosse? Ja, zum Kotzen. Nee, das Medikit ist wichtiger, Leute. Okay, wir haben 3, 4, 5, 6 Granaten. Das muss reichen. Start den Einsatz. Skyranger. Grünes Licht für Teameinsatz. Wir rücken aus, um eine Hochsicherheitseinrichtung von Advent hier im Gebiet zu vernichten. Dem Widerstand nach werden in der Einrichtung Forschungen fürs Avatar-Projekt durchgeführt. Nähern Sie sich dem Ziel und platzieren Sie die X4-Ladungen. Sobald Sie scharf sind, gehen Sie auf sichere Distanz und zerstören die Einrichtung. Okay, also alles in die Luft jagen.
bin gespannt, ob mir das jetzt ein bisschen einfacher fällt, die Gegner zu töten, jetzt wo ich die besseren Waffen habe. Gehen Sie in Position und platzieren Sie die X4-Ladungen. Okay. Wir haben keine Rundenbeschränkung. Das ist gut. Ich liebe es, keine Rundenbeschränkung zu haben. Hier vorne müssen wir an die... Oh, ist ganz schön weit weg. Meine Fresse. Und ich höre schon wieder Mechs. Und los geht's. Ich habe gar nicht geguckt, ob ich die, die besseren Gremlins mit habe. Hätte ich vielleicht noch machen sollen. So. Bero alle alias Makrete. Ja. Nach vorne. Oh, hier gibt es wieder so Unmengen an Cover. Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Umbreon. Ja, noch bin ich ein Concealment. Das heißt, viel kann nicht passieren. Noch einmal niemanden getriggert. Backfisch. Okay, bin unterwegs. Immer noch keinen getriggert. Das heißt, wir können den Lesrak gerade nach vorne ziehen. Und Machete nach vorne ziehen. Und Hexen nach vorne ziehen. Max Monster. Will dem natürlich nichts. Will natürlich jetzt nicht zurückhängen hier. Schaut mal neben den Umbreon. Da kommt was. Ein Muton. Und zwei Sektoids. Und wir wissen, wie tödlich die Mutons sind. Ich glaube, unsere Soldaten sind, glaube ich, inzwischen nur von Mutons gestorben. Kann das sein? Mutons sind der Schrecken unserer Truppe. Aber wir können das hier handeln, Leute. Wir können das handeln. So. Hier müsste ein sicherer Spot sein. Okay, es war, glaube ich, einer zu weit. Hier. Moving on target location. Overwatch. Got it covered. Nee. Umbreon. Schon unterwegs. Overwatch. Scanne Gebiet. And there now. Overwatch. Sky covered. Backfische öffnet gleich. Der Zielposition. Du hast von hier aus keine Sicht? Bin dabei. Strange. Okay. Man hier gesehen, ist die Frage. Kommst du mit einer Granate schon bis zu denen hin? Jo, auf zwei Leute. Dann bleib da stehen und feuere die ab. Granate! Gib ihn. Eine Rüstung schon mal zerschreddert. Sie haben uns entdeckt. Okay, der Muton ist tot. Es bewegt sich noch. Ein Sektoid ist auf zwei Lebenspunkte runter.
Warum darf sich der Beru denn jetzt aber wahrscheinlich wohl das mitten in einem Zug? Kann es nicht bekämpfen! Ah, Lestrak ist schon wieder unter Gedankenkontrolle. Aber Gott sei Dank von... Aua! Gott sei Dank von dem... Cover my flank! Was ist da in meinem... Nichts. Da ist nichts. Alles klar. Backfisch. Jetzt komm ich! 90%. Gib ihm. Gegner für mich. Okay. Beru nach vorne. 75%. Daneben. Oh, auch ein Beru schießt mal daneben. Negative damage. Okay, Hexchen. No problem, boss. 38%. Läuft. Sehr gut, Hexchen. Did you see that one? Did you see that one? Ja, wir haben es gesehen. Gedankenkontrolle verloren. Sehr gut. Was ist da drüben? Das weiß ich nicht. Geh gucken. So, Overwatch. Bestätigt, Überwachung läuft. Okay, die erste Truppe haben wir schon mal ausgelöscht, ohne dass jemand gestorben ist. Das ist schon mal ganz gut. Pistolenfeuerschutz. Na los, zeigt euch! Roger. Können wir jetzt direkt schon das Heilungsprotokoll für den Beru machen? Ja, ich bin dafür. Gremlin-Heilung. Rüber zum Beru. Heilen! Okay, Lestrak. Wir drehen die Karte mal wieder ein bisschen. So, wir müssen noch da. Das Problem ist jetzt, dass hier wirklich nichts ist an Deckung. Immer bis hier. Wenn es sein muss. Ist da was? Okay, da ist nichts. Da ist was. Ein Turret. Hier kann man überall hin, aber es ist alles nur halbe Deckung. No need to ask twice. Umbreon, 69% auf das Turret. Du hast eine 5% Chance, um das Ding sofort auszuschalten. Präzisionsgewehr abfeuern. Nein, 4 Schaden. Von der Rüstung abgeprallt. Okay. Hier sind wir nicht in Reichweite. Nachgeladen. Die Frage ist, ist der in Cover? Der ist in vollem Cover, ne? Ja. Das heißt, das Turret sollte dem eigentlich nichts tun können. Wird erledigt. Max mal hier in volles Cover.
Backfisch geht in Overwatch. Bin dabei. Und du machst einen Reload. Good to go. Okay, kannst dich danach noch bewegen, aber gehen wir lieber in den Feuerschutz. Come and get some. Was? 6 Schaden in vollem Cover? What the fuck? Hier, recht dich, Lesrak. Daneben. Fuck. Feind steht noch. Wo ist der Umbreon? Da. Feuer. Daneben. Konzentriere dich. Okay, es läuft nicht, Leute, es läuft nicht. So früh in der Mission schon 2 Heilungsgremlins weg. Zusammenflicken. Verstanden. Halte die Augen offen. Ich schick dem Lesrak jetzt mal den Hilfsprotokolls-Gremlin. Volles Cover und plus 30 Verteidigung. Das sollte doch eigentlich helfen. Und ein Reload. So, Backfisch hat kein Cover, um ihm jetzt irgendwie zu helfen. Das ist das große Problem. Es müssen Umbreon und Lesrak alleine regeln. Ja, eben, jetzt geht's daneben. Alles klar, jetzt okay, wir haben wieder 2 Schüsse. So, jetzt 74%. Diesmal gibt's den. Perfekt. Den habe ich ganz sicher erwischt. Läuft. Hoher Munitionsverbrauch. So, jetzt können der Rest vorrücken. Vielleicht erstmal nach hier. I'm all over it. Okay, Mechs, verdammte Scheiße, ey. Warum ausgerechnet jetzt? Oh, so ein Schildfritzi da. Sechs Schaden, perfekt. Ziel getroffen, minimaler Schaden. Das heißt, Backfisch ist hier jetzt auch wieder pinnt. Genug gewartet. Feuerschutz. Scanner Gebiet. Ich habe ein bisschen Angst um Hexchen da vorne. Und um Beru. Dummheit. Dummheit, echt. Augen auf. Gib ihm den Rest, komm bitte, gib ihm den Rest. Yes. Willst du noch mehr? Der war wichtig. Okay, der verpisst sich. Macht sein Schild.
Ich würde das auch können mit dem Schild. Das ist cool. Mehr jetzt wissen wir zumindest, wo sie sind. Das wusste ich vorher auch schon, Lesrak. Danke, der ist super aufgepasst. Okay. Umbran ist jetzt ziemlich weit ab, hat außerdem keine Munition mehr. So. Der Schild-Tiny ist weiter hinten. Das heißt, wir haben da ein Problem. 32% auf den. Jetzt schon die Granate raushauen. Ich hau ihm den aus die Cover weg halt, ne? Granate unterwegs! Cover, geh weg. Ist immer noch im vollen Cover. Okay. Trusting you here. On Overwatch. Geht in Ordnung. Und weiter geht's. Granate geworfen! Jetzt hat er kein Cover mehr. I can handle that. Oh nein, noch ein Turret. Aber ich muss den ausschalten. Hoffen wir, dass Hexin das Turret überlebt. Umbrauen. Vorrücken. Bin schon unterwegs. Und nachladen. Auf geht's! So, Max Monster. Bin schon unterwegs. Hier, du bist noch in Concealment. Scanne Gebiet. Der verpieselt sich. Schießt gegen Hexen daneben. Das Turret ist das, was mir Sorgen macht gerade. Puh, auch daneben. Na, wird nicht übermütig hexen. So, das Ding ist in Overwatch. Ganz klar. Der Lesrak sieht das Turret nicht. Und das Ding ist in Overwatch. Das ist ein großes Problem. Ich habe auch Angst, von hier noch irgendwas zu triggern. Aber ich gehe trotzdem hier hin. Was ist da drüben? Okay, er sieht es. 74%. Zweier Rüstung zerschreddert, Feuerschutz entfernt. Das war richtig. Hexchen, mach das Turret platt. Hexchen ist der Killer heute. Oder daneben geschossen. Ja. Mit dem Bero kann ich momentan noch nicht so viel anfangen hier. Mal umrühren.
Okay. Das war's für dich. Ja, der pinnt uns hier, weil wir da kein Cover haben, richtig schön fest. Das ist nicht so geil. Gebe Feuerschutz. Feuerschutz! Moving to Overwatch! Ah, okay, der verpieselt sich. Oh, er geht hoch auf die nächste Ebene. Erstmal außer Sicht, das heißt, wir haben ein bisschen Zeit, um uns neu zu positionieren. Bestätigt! Frage ist, ob er wiederkommt. Beru. Got it covered. Overwatch. Biete Feuerschutz. Whatever you say. Overwatch. Bin dabei! Rück aus! Okay, den Fluss haben wir schon mal überquert. Schild ist entfernt, der sitzt da ganz oben auf dem Dach. Alles klar. Drecksack. Das heißt, die suchen sich ja immer eine andere Gruppe. Das heißt, da oben müsste eigentlich auch eine sein. So, ich mache jetzt mal mit Hexen hier die Tür auf. Da ist ein Newton. Minus 1,5. Sie sind bei der Zielposition. Okay, ich hasse Mutons. Ja, super schlecht zu treffen. Dann geh mal raus hier, Hexe. Overwatch. Wir müssen die rauslocken. Mir geht nichts. Nachladen. Noch kannst du. Dann mal los. Pistolenfeuerschutz. Gebe Feuerschutz. Backfisch auch Overwatch. Zeigt euch. Bin dabei. Der geht in den Overwatch. Ja, ich wette es. Du musst schon rauskommen. Na los, zeigt euch! Overwatch! Feuerschutz! Gebe Feuerschutz! Mir entgeht nichts. Okay, er bewegt sich. Ah ne, da oben ist noch einer gewesen. Habe Blickkontakt zu einer Advent-Stellung. Sektoid. Und Ron schießt natürlich daneben.
Nehmt ihm die Sniper weg! Okay, jetzt hat der Mutant natürlich freie Sicht. Der Bero kommt noch. Okay, er geht Richtung Hex hin. Oder nicht? Nein? 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 Okay. Gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Wir leben noch. Hexin. Gremlin Heilung. Auf Machete. Killbot, coming through. ...76%. Killer. So. Nessrak lassen wir erstmal noch. Umbreon, auf was hast du Sicht? Den da oben? Den da? Und den da mit schlechtem... Okay, dann töte den da oben bitte. Gar nicht. Hab ihn erwischt. Ich muss auch dann seinen Extraschuss öfter denken. 52% ist wenig. Aber ich glaube, der Machete kann ihn auch so töten. Backfisch. Du hast keine Granaten mehr. Wir haben auch noch Max Monster. Der ist noch in Concealment. Okay. Machete, mach mal Machete. Oh, ein Gegenangriff, was ist das für ein Scheiß? Target still up. Fuck. Okay, merken wir uns. Mutons nicht im Nahkampf angreifen. Was können hier noch alles, die Wichser, ey? Wenn es sein muss. Bitte triff. Ich habe ihn erwischt. Ich hasse Mutons. Ich hasse sie so abgrundtief. So, Backfisch. Wir haben noch Max, der muss seinen Gremlins nochmal losschicken. Hilf ihnen! Das können wir auch nicht gebrauchen. Overwatch. Okay, du kannst noch was machen. Feuer. I got it, right? Right, you got it. Und hast eine Beförderung verdient. Okay, es ist alles nicht so einfach hier. Und da kann sich noch mal bewegen. Ich glaube, hier drin müsste jetzt alles... I guess that'll be okay. Alles... Ah, das ist alles Sektoid. Panik bei Beru. Da wird was wiederbelebt, aber das ist mir relativ egal.
Der Typ sollte relativ einfach zu töten sein. Sprach's und versagte dann gleich. Ich sehe das schon kommen. So, Bero raus. Und was machst du dann? Schieß nochmal. Und tötest den Zombie. Alles klar. So viel zum Reanimieren. Nachladen. Let's do this. 43% ist nicht viel. Umbreon. 57%. Wir haben noch ein Leben. Komm, Umbreon, hier vorne hin. Blitzschnelle Hände aufstehen. 50%. Daneben. Dann hast du jetzt noch einen normalen Schuss. Nicht mal knapp. Pistole abfeuern. 50%. Okay, Umbreon, das hat gereicht. Ziel neutralisiert. Läuft. So, hier ist jetzt dieser scheiß Sektoid. Lesrak, kümmere dich um den. Wird schon nichts passieren. Okay, der steht da hinter dem Ding. Werfe Granate! Sehr geil. Got it covered. Jetzt komme ich. Scanner Gebiet. Max Monster immer noch verborgen. Die Aliens haben keine Ahnung, dass er da ist. Verstanden, bin unterwegs. Biete Feuerschutz. Bin getroffen! Okay. Es hat wieder getroffen. Oh, in Panik, willst du mich verarschen? Von diesem Pipifax da. Der eine Sektoid macht hier echt... Work. Meine Güte. Hexen. Schnapp dir mal das Zeug hier. Ein Laservisier, ein Schaft und ein PKS-Fokus. Was auch immer das ist. Umbreon. Nähere mich der Zielposition. Prozent mit der Pistole. Gib ihm den Rest. Nice. Feind am Boden. Okay. On it. Reload. Nachgeladen. Overwatch. Bestätigt. Überwachung läuft. Schickst nochmal die Gremlin-Heilung los.
Na los, heilen! Gut, dass ich zwei Specialists eingepackt habe, das ist echt eine gute Entscheidung gewesen. Sie haben Verstärkung gerufen! What? Direkt hinter uns? Okay, aber die sollten Overwatch ziemlich sterben. Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Okay. Der Bero macht jetzt hier erstmal Wum Wum. X4 platzieren. Manus 1-5, Status bestätigt. X4 Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Wo ist der? Wo ist der Evakuierungspunkt? Hallo? Evakuierungspunkt? Ich würde gern wissen, wo du bist. Evakuierungspunkt? Sky Ranger rufen. Okay. Ah, ich kann den selber platzieren. Das ist ja nice. Dann ist der Evakuierungspunkt hier. Kann mich jemand evakuieren? Okay, dann müssen wir noch eine Runde aushalten. Was ist da drüben? Overwatch? Feuerschutz! No problem, boss. Overwatch? Perfect. Covering now. Scannergebiet. Legen wir endlich los. Feuerschutz. Verstanden. Rück ab. Der einzige, der jetzt ein bisschen offen steht, ist der Umbreon. Der kriegt das Hilfsprotokoll. Und wir haben 4 Leute im Overwatch. Das heißt, die alles, was da aus dem gegnerischen Transporter rauskommen sollte, problembar. Okay, ein Captain, ein Roboter. Der ist schon mal down. Der ist auch down. Gott, ist das ein Massaker. Gott, der schießt daneben. Okay, der ist nicht down. Nexon hat sich mit Förderung verliehen. Wir sind dran. So, nicht gierig werden. Wir fangen mit dem an, der am weitesten weg steht. Umbreon. Rein zum Evakuierung. Bin unterwegs. Und weg hier. Gehen wir! Wenn es sein muss. Evakuierung bestätigt. What's over there? Heading home. Seems doable. Seems doable. I'm gone. Komm, Backfisch, versuche mal einen Kill. Obwohl, wenn du jetzt abfeuerst, dann war's das für diese Runde, ne? Nee, besser raus. Endlich. Die Mission war hart genug, ich will jetzt hier nicht noch was riskieren. Max Monster
Bin unterwegs. Jetzt erst erkennen sie, dass er da war. Und geht raus. Her. Und jetzt kriegen wir hoffentlich ein dickes Boom. Manus 1.5, Status bestätigt. X4-Ladungen detonieren. Damn. Ausgezeichnet. Ja, ich fand, es ist auch relativ gut gelaufen. Aber die zwei Specialists waren echt nötig. Am häufigsten angegriffen Beru, am weitesten bewegt Beru. Und Lestak ist auch wieder ganz weit vorne mit dabei. Läuft. Ich würde mir jetzt mal so ein paar einfache Missionen wünschen, damit wir unsere Leute, die wir hinten anhaben, auch mal ein bisschen wieder zur Geltung bringen können, weil das Team hier ist jetzt schon relativ gut eingespielt. Ja. Ja, Durchschnittsschaden pro Angriff wird natürlich ein neuer Rekord mit den neuen Waffen. Aber es fällt einem jetzt schon wesentlich einfacher, Gegner zu töten mit den neuen Waffen. Das ist ein guter Fortschritt. War auch gut, dass wir die gekauft haben. Ah, der Beru schwer verwundet, aber befördert. Lestrak leicht verwundet. Ja, der Beru hat aber echt eingesteckt, muss man ja auch sagen. Ne? Okay, wir befördern erstmal den Max. Was kann er denn? Wächter. Bei jedem erfolgreichen Feuerschutzschuss besteht die Chance für 50% ein weiterer Schutz. Ja, okay. Wachsamkeit. Wenn du all deine Aktionen auf die Bewegung verwendest, erhältst du am Ende der Runde einen automatischen Feuerschutzschuss. Das ist auch nett, ja. Ich nehme aber den Wächter. So, weiter. Der Beru. Wenn du in dieser Runde nicht angegriffen hast, gehst du automatisch in Deckung. Auch nice. Unantastbar. Wenn du in deiner Runde einen Kill erzielst, verfehlt dich der nächste gegen dich gerichtete Angriff in der Feindrunde. Das ist nice. Und Hexchen ist auch ein Scan-Protokoll. Nee, der Sanitäter ist da wichtiger. Sehr nice, sehr nice. Weiter. Wir haben ein Laservisier und was haben wir hier? Plus 10 Wille. Steigert die Chance, dass der betroffene Soldat Panik und Psi-Angriffen widersteht. Okay. Die Zerstörung der Alien-Einrichtung wirft die Fortschritte der Aliens beim Avatar-Projekt sicher stark zurück. Stark zurück. Zumindest für den Moment. Gut gemacht. Ich bin gespannt, ob es stark zurückgeht. Ich spiele beim letzten Mal nur so ein. Der Soldat ist erschüttert. Ja, wäre ich auch an seiner Stelle. So. Wir gehen nochmal in die Weltkarte rein. So. Ja, 2 Punkte weniger. Das ist, gibt uns auf jeden Fall wieder ein bisschen Luft zum Atmen. Avenger berechnet neuen Kurs. Untersuchen hier mal die Informationen. Guerilla-Einsatz gegen Advent, ja. Oh, behindert das UFO, das ist sehr schön. Und wir kriegen einen Wissenschaftler, das ist auch mega gut. Was haben wir hier? Vergeltungsschlag, okay. Und wir bekommen Informationen. Und hier erhöht alle Informationskosten um 100. Und wir bekommen Vorräte. Ich will den Wissenschaftler haben und dieses UFO geht mir um Sack. So, bestätigen. Setze Kurs auf Westafrika.
beim nächsten Mal dann zwangsweise ohne zwei unserer besten Soldaten. Aber wir gucken mal, ob wir das trotzdem hinkriegen und Dr. Richard Jones befreien. Und es ist eine schwere Mission. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.